Wir treffen heute Pavlina Richterowa vom IMAFO, dem Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Hallo Pavlina. Wow. Freut mich wahnsinnig. Ich bin ein riesen Mittelalter-Fan, habe auch gleich zur Feier meine feinste Mittelalterrüstung angezogen. Sie ist wirklich süß, ja. Naja, aber so hat man im Mittelalter eigentlich nicht rumgelaufen. Vielleicht leg diesen Leintuch ab und ich zeige dir etwas Echtes. Passt. Wenn überhaupt, müsste eine Rüstung so ausschauen. Aber eigentlich so interessant sind sie auch nicht. Ich forsche über Sprache. Und wenn man Sprache gut benutzt, braucht man das gar nicht. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn jemand sagt, er oder sie forscht an Sprachen? Na, woher glaubst du, kommen die Sprachen her? Duden? Der ist eher am Ende, obwohl Sprachen haben kein Ende. Sie sind ein unvollendeter Bau. Diese da. Das ist der Turm zu Babel. Die Menschen haben ihn gebaut bis zu dem Himmel. Und Gott hat sie gestraft für ihre Hybris und hat ihnen viele, viele Sprachen gegeben, sodass sie sich nicht mehr verständigen konnten. Sie lebten fortan in kleinen Grüppchen, die sich misstrauten. Und jede größere Reich musste damit fertig werden. Was natürlich neue Probleme mit sich brachte. Das heißt, die Tatsache, dass es viele verschiedene Sprachen gibt, ist eigentlich die Strafe Gottes dafür, dass wir den Turm gebaut haben. Wieso sind viele Sprachen so ein Problem? Ich meine, Sprachen sind ja super, die brauche ich ja, um zu reden. Natürlich, es ist eher eine Vorsichtsmaßnahme von Gott, muss man schon sagen. In dem Moment, wenn man eine Sprache wählen wollte für die Verwaltung und Ideologie, hat man die Leute getrennt in die, die gebildet waren und sie kannten, sie benutzen konnten, und in die, die sie nicht kannten, die Dummen. Aber wenn man sich anschaut, wie die Leute damals gelebt haben, die haben ja eigentlich eine super Zeit gehabt. Also wenn man sich das anschaut, die haben da Suppe, die haben alle was zum Essen und zum Trinken, die machen Party hart, also so schlecht geht's denen ja gar nicht. Ja, Bauch füllen, nicht den Kopf. Sie waren aber nicht so dumm, wie der Maler sie gemalt hat. Sie haben die Reichtümer der Königreiche geschaffen. Und das haben sie irgendwann verstanden und griffen sie an der Macht. Dafür brauchten sie aber die richtigen Gedanken, die nur in der Elitesprache zugänglich waren. Deshalb, sie mussten diese Gedanken in ihre eigene Sprache holen. Und das haben sie getan. Und das war die größte Veränderung bis zu der industriellen Revolution in Europa, die noch größer war. Was heißt das hier, wenn man sagt, die war jetzt größer? Wie war jetzt die erste Revolution? Wie kann ich mir die vorstellen? Na, schauen wir uns das hier an. Danke. Schau, die Jäger, die kommen sehr müde von der Jagd. Sie bringen keine Beute. Das ist das Welt des Mittelalters. Ständige Sorge um Zukunft, ob morgen was zum Essen gibt. Deshalb glaubten die Leute sehr stark an Ende dieser Welt, weil sie sich vorgestellt haben, den Jenseits als Paradies, als Schlaraffenland, wo man genug zum Essen kriegt und wo gerechte und egalitäre Reich Gottes herrscht. Das heißt, die Leute damals, die haben sich wirklich auf das Ende der Welt gefreut. Die haben sich gedacht, nur mehr dreimal schlafen, dann ist endlich Apokalypse. Ist aber zum Glück bis heute nicht fertig geworden, die Apokalypse. Das heißt, wir haben noch viele Jahre Zeit, um Forschung zu betreiben. Und bis dahin, auf Wiederschauen vom IMAFO auf Außendienst.